Das Beste aus zwei Welten bietet der neue 488 Spider von Ferrari. Ohne Dach über dem Kopf und in der Farbe Blue Corsa glänzt der Spider auf der Straße. Auf der Strecke von Forlì nach Rimini durch bergiges Niemandsland punktet die Frischluftvariante auf seine Weise. Dieser Ferrari hier ist eine gespaltene Persönlichkeit, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, denn er ist zwei Autos in einem. Er ist ein Boulevard-Cruiser, der im großen Gang brabbelnd die Straßencafés entlang fährt und mehr Köpfe verdreht als ein einfacher 488. Und er ist gleichzeitig eine, ich möchte mal fast sagen, eine Rennmaschine. Der Ferrari 488 Spider hat einen 670 PS starken V8 Mittelmotor mit 3,9 Liter Hubraum. Offen ist er bis zu 325 Stundenkilometer schnell. Coupé und Spider beschleunigen in 3 Sekunden von 0 auf 100. 3 Sekunden, das ist ein Zehntel schneller als der F12. In der Höchstgeschwindigkeit liegt der 488 mit festem Dach 10 Kilometer vor der Variante mit Klapptop. Dieser Turbomotor hat halt den Vorteil, dass er auf der einen Seite früh viel Drehmoment auf die Hinterräder wuchtet und gleichzeitig drehfreudig ist und viel Leistung bringt. Kann man sagen, früher war alles besser, der Sauger, noch höhere Drehzahlen, noch prompteres Ansprechverhalten, mag schon sein. Aber hier hat man eben wirklich das Beste beider Welten. Hier hat man den brutalen Bums und die totale Lässigkeit. Beim Interieur setzen die Italiener auf Luxus statt Lässigkeit. Zum Blinken gibt es beim Ferrari keinen Hebel, sondern einen Knopf am Lenkrad. Ebenso für Motor und Dämpfer. Das zweiteilige Hardtop öffnet in handgestoppten 13,8 Sekunden bis Tempo 45. Besonders bequem sind die neuen weichen Schalensitze. Damit habe ich Seitenhalt und Komfort. Und ansonsten ist der Spider ein 488 mit nahezu identischen Fahrleistungen, nahezu identischen Verbrauchswerten. Und alles das, Bremse, Fahrwerk, kann er besser als der Vorgänger, als der 458. Ab Mai 2016 ist der Ferrari 488 Spider zu haben zu einem Einstiegspreis von 225.000 Euro. Lieferzeit ist lang, Preis ist hoch, Platz ist eigentlich keiner. Aber wenn man sich's leisten kann und einmal im Leben, bevor der Deckel zugeht, einen Ferrari gefahren haben will, dann sollte man vielleicht den nehmen. Eben deswegen, weil er zwei Charaktere in einem Auto ist. Einen kleinen Haken gibt es jedoch. Wer heute bestellt, bekommt den 488 Spider frühestens im Herbst 2016.